So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal The Unknown Places. Heute habe ich die Koch-Challenge für euch bzw. vom Sascha angenommen. Sascha verrückte Touren, schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung rein, da habe ich seinen Kanal verlinkt. Und heute hauen wir uns ein paar Eier hinter die Binde. Fangen wir mal mit den Eiern an, würde ich sagen. Da habe ich gleich mal 4 Stück an der Zahl. Übrigens, ihr habt auch ein Bild von hier oben. Da habe ich meine Action-Cam für euch platziert. Und dann könnt ihr euch das Ganze aus der Vogelperspektive reinziehen. Geht kaputt. Und zwar habe ich mir heute gedacht, mach mal einfach ein Omelette. So ein bisschen à la Lost Place. Und schauen wir mal, was das gibt. So, ich klatsche auf jeden Fall gleich mal 4 Eier rein, damit es auch richtig die Tinte in den Füller treibt. Und der liebe Massimo macht dann nachher noch einen schicken Kaffee auf meinem Ex-Gas-Campingkocher. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Wichtig, weil ohne Kaffee geht nichts. So, Müll nehmen wir natürlich mit, gar keine Frage. Wir hinterlassen hier nichts, außer Fußspuren und des sonstigen. Boah, Alter, 4 Eier sind schon ganz schön. No pictures, please. So kleine Randinformationen. Wir befinden uns hier, wie gesagt, schon erwähnt, in einem Lost Place. Das war ursprünglich mal eine alte Lokomotiv-, S-Bahn-, Straßenbahn-, Zug-Ausbesserungswerk. Hier wurden quasi die Züge reingefahren in die Halle. Diese riesige Halle, die müsst ihr euch auf jeden Fall noch angucken. Das Video allerdings gibt es dann hier oben rechts in der Ecke zum Angucken. Da gehen wir nachher auf jeden Fall noch durch den Lost Place. Das wird ein separates Video. Hier findet rein nur die Koch-Challenge statt. So, ich denke, hier habe ich ein bisschen genug gequirlt jetzt. Dann werde ich mal meinen heißen Gaskocher anschmeißen. Und hier gibt es dann noch ein paar Pork Chips, die hat der Massimo mitgebracht. Dann haben wir noch fetten Bacon noch. Den gibt es natürlich dann auch noch dazu, den werde ich jetzt gleich mit anputzeln. Vielleicht machen wir noch ein paar Speckwürfel noch dazu. Und schauen wir mal, was das Ganze gibt. Feuer frei. Ein bisschen Eulenei. Viel hilft viel. So, wie viele Scheiben haben wir da rein? 2, 3. Was sagst du? Übrigens, geiles Messer habe ich mir auf meiner letzten Overnight gekauft. War eigentlich ein absoluter Spontankauf. Aber ja. Muss unbedingt sein. Keine Angst, ich weiß, ich habe auf dem Lost Place mit dem Ding die Holzdinger geschnitzt von den Fackeln. Ich habe es auch danach wieder sauber gemacht. Also hier wird niemand vergiftet. Und das Ding ist sau scharf, sag ich dir.
So, wenn ihr wüsstet, wie das riecht. Wahnsinn. Hier noch ein paar Paprika geschnibbelt gestern Abend, auch für euch da oben. Ein paar Gürkchen noch mitgenommen. Naja, aber ein bisschen kross soll es schon sein, oder? Was irgendwo? Also auf dem Lost Place kochen. Das ist wirklich. Da bist du richtig lost, ey. Lost Omelette. Da müsstest du mal ein bisschen Topf gucken. Da gibt es doch ein Restaurant, glaube ich, irgendwo in Stuttgart, wo es, das heißt, glaube ich, auch Topfgucken oder zum Kopf Topfgucken. Da kannst du wirklich live dabei sein, wie die da das Zeug zubereiten. So, ich habe vorhin schon gesagt, sollten sie uns heute irgendwo an der Polizeikontrolle rausziehen. Und wir haben hier so zwei ominöse Päckchen mit irgendwelchen komischen Substanzen drin. Ich glaube, da könnte man in eine Erklärungsnot kommen. So, dann klatschen wir das Ei rein, oder? Oder die Eier. Eiklar. Schönes Ding. Also es ist ja eigentlich nicht wirklich ein Omelette, sondern mehr so Rührei-Omelette. Egal, Hauptsache stopft den Magen. So, nehme ich mal den Ultra XXL Pfannenwender. Dann haben wir hier zum einen, kleinen Moment, Geruchstest. Das ist Basilikum. Da machen wir auch ein bisschen was rein. Das fliegt mehr weg als rein. Dann haben wir ein bisschen Peterling. Einige von euch, die kennen bestimmt diesen komischen Typen da, der dieses Fleisch da zubereitet hat, gewürzt hat. Und sieht bei mir vielleicht nicht so ganz elegant aus.
aber ich probiere es. So, machen wir das Ding mal aus hier. Und was auch ultra geil ist, so ein Kombistreuer. Da ist Pfeffer drin und Salz. Ist natürlich gekennzeichnet mit einmal S für Salz und P für Pfeffer. Auch ganz prima. Kannst du vielleicht auch so machen. Ja, so ein bisschen. So. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also wie gesagt, Sascha, an dieser Stelle danke für die Nominierung. Habe ich dankend angenommen und wirklich gerne. Und ich habe ehrlich gesagt schon echt Angst gehabt, da hätte ich mich vergessen. Deswegen an dieser Stelle schon mal einen ganz lieben und netten Gruß an dich. Geht hier raus. Kuss auf die Nuss. So. Das nicht lecker aus, dann wollen wir es uns mal schmecken lassen. Ich glaube, das kann man essen. Es ist genießbar. Und der Kaffee ist auch gleich so weit. Das habe ich jetzt ein bisschen blöd timed, aber das ist dann so der krönende Abschluss, der Kaffee. Komm her, Bulle. Hast du noch ein Gürkel in der Mitte? Richtig fresh. Ich mag die kleinen, aber lieber wie die großen. Weil die finde ich schön, sind schön schnupsig, knackig. So wie ich. Verschwinde gleich vor 20 Jahren. So, die Bäuche vollgeschlagen, der Kaffee drin. Und vielen Dank nochmal, Sascha, für die Nominierung. Hat mir echt Spaß gemacht, war echt funny. Ich möchte 4 weitere Kanäle auf jeden Fall nominieren. Man sollte ja eigentlich nur 3 nominieren. Ich breche mal wieder so ein bisschen die Regeln, was das angeht. Und ja, der erste Kanal, den ich nominieren möchte, das ist mein Kumpel Dominik. Mit dem habt ihr auch schon die ein oder andere Overnight gesehen, die ich mit ihm zusammen gemacht habe. Einmal waren wir auf der Burg. Das war ja eine Burgruine, da haben wir eine Overnight gemacht. Die erste, wo wir gemacht haben, das war in einem alten Gutshof. Dann habe ich noch den Sam vom Kanal Das Leben ist ein Abenteuer. Macht wie ich auch überwiegend Lost Place. Auch seine Videos sind echt cool gemacht. Gefallen mir richtig gut. Mit ihm war ich auch schon auf Tour, da ist aber allerdings kein Video daraus entstanden. Dann habe ich noch den lieben Nico mal wieder. Nico, du bist halt einfach ein dufter Typ. Sein Kanal heißt Nico Outdoor. Und ja, macht auch Lost Place und auch so Bushcraft ein bisschen draußen, auch wie ich ab und zu mal ein bisschen rumdüsen und sich die Natur anschauen und macht auch mega geile Videos, also schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. Ja, dann möchte ich noch zuletzt den 4. Kanal nominieren und zwar der Leopold Elvis. Auch sein Kanal ist ebenfalls gleichnamig, Leopold Elvis. Ganz netter Kerl. Macht auch ab und zu mal so total random Videos eigentlich, also nimmt immer seine Actioncam, verzichtet da voll komplett auf Schnitt und irgendwas, der kackt da komplett drauf. Finde ich aber auch cool, gucke ich mir gerne an, seine Videos. Übrigens, Leopold, wäre echt cool, wenn das vielleicht dieses Jahr, spätestens vielleicht nächstes Jahr mal klappt, dass du mal vorbeikommst oder so, oder ich mal zu dir in die Nähe komme und wir vielleicht mal gemeinsam ein Lost Place angucken. Und ja, Nominierung geht hiermit an dich raus und viel Spaß mit der Challenge. Und ja, wie gesagt, könnt ihr dann in der Infokarte euch das Video zu dem Lost Place hier angucken. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ciao, ciao.
So. Wenn die mit uns mit dem Tütchen hier erwischen, dann denken die bestimmt auch. Guck mal. Yes. I get a go, huh? Hier, guck mal. The water for the cookie. The water for the coffee is cooking. Ich koch auch bloß mit Wasser. Du kaufst schon nichts an. Aufbrennen. Kannst du mal den Deckel aufmachen und reingucken, ob es wirklich blubbert, aber... Ja. Man kann es ausmachen, dass der Kessel runternehme vom Feuer und... Sag ich wieder, wie ein Fett mit meinem Kessel. Ist er Vögele? Ich bin zu Vögeln. An erster Linie dachte ich an meinen Kumpel Dominik, alias Blocker. Scheiße! Scheiße. Nur Black Forest Adventure. Schaut da gerne mal rein. Scheiße! Den kann ich nicht. Und auf jeden Fall wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit dem Rest, was ich nicht weiß, was ich sagen soll. Kacke. Black Forest Adventure heißt dein Kanal. Schaut auch. Hi.